Bald erreichen wir Skibidi Toilet Folge 70, Folge 71. Wir gehen über die 60er Folgen hinaus und ich bin echt gespannt, wie die Serie dann weitergeht, Leute. Und in Vorbereitung darauf schauen wir es uns jetzt schon mal an. In Skibidi Toilet 71, da sind Bombertoiletten gegen Speakerman. Oh, wir sind hier auf irgendeinem Schlachtfeld scheinbar. Vakuumtoiletten haben wir. Die gehen jetzt alle in Angriffsstellung. Alter. Jo, die schießen hier direkt die Toiletten vom Himmel. Let's go. Oh. Noch mehr von diesen Raketentoiletten. Alter, was geht hier ab? Da wurde abgeschossen. Abgestürzt. Da ist eine Camera Spider. Die ist auch am Kämpfen. Jo. Die Schlacht ist ja voll im Gange. Was geht denn hier ab? Zack, ihn hat's zerlegt. Hier haben wir so eine... Oh, der Projector Man ist auch hier. Zack, einmal erledigt. Projector Man hat so heftige Waffen einfach. Und wer ist er denn? Was ist das? Hä? Haben wir eine... Eine Kanone auf dem Mond? Was ist denn hier passiert? Und das hier ist jetzt nach der Explosion. Wir haben eine Orbitalkanone auf dem Mond, die das halbe Schlachtfeld lahmgelegt hat. Und hier wurde einfach alles zerstört. TV-Man ist hier. Upgraded TV-Man wohlgemerkt. Der ist am Start. Projector-Man ist da. Hä? Ah ja, TV-Man ist ja auf der Seite der Toiletten. Der wurde ja infiziert. Der wurde umgedreht. Habe ich schon ganz vergessen. Dass er jetzt böse ist. Aber die Toiletten kämpfen auch gegen ihn. Ist TV-Man jetzt gegen alle? Hat TV-Man jetzt Stress mit jedem? Speakerman und Cameraman. Was? Was? Wir sind bei irgendeinem Tempel. Das Video ist von Sunred. Auf jeden Fall mal auschecken. Und wir betreten hier irgendeinen Tempel. Wir haben einen Cameraman. Okay, sah aus wie ein... Wie eine. Oh, und hier sind schon Projektoren an den Wänden. Und das ist der neue Projector Man. Ein neuer Titan. Und... Den wir scheinbar in irgendeinem uralten Tempel aufwecken. Um ihn... Oh! Was macht er denn da? Ich dachte, er ist auf unserer Seite. Was? Okay, warte, dann gehen wir aber auch mal hier in die anderen Folgen rein, ob wir hier noch mehr über den Projector Man erfahren. Es ist noch irgendeine neue Skibidi Toilet Serie. Die hier in vollem Gange ist. Und das hier ist Season 19. Staffel 19. Die haben das hier immer alles... Oh. Sehr großzügig zusammengefasst. Alter, irgendwer wird verdroschen. Da ist schon mal... Oh, so eine eklige Spider-Toilet. Die uns hier... Hops nehmen will. Und das hier ist der TV-Man, der uns eben retten wollte und vom Projector-Man hops genommen wurde. Der löscht hier aber erstmal die Spider-Toilet komplett weg. Aber wir gehen in die nächste Episode. Was geht denn hier ab? Yo, Speaker-Man spielt Musik und... Oh-oh. Oh, was ist das? Wer ist er denn? Ist das ein Corrupted Cameraman? Alter, der ist ja brutal stark. Was ist denn mit dem los? Alter, der killt die einfach alle. Voll easy. What? Was ist das denn für ein Monster?
Oh, und hier neue Version von Titan TV, man. Eine corrupted Version scheinbar von Titan TV, man. Und Speaker, ist das Speakerman? Nee, das ist, wer ist das? Alter, was sind das für Titanen hier in der Serie? Die sind ja mega crazy drauf. Er hat ihn erwischt. Er hat ihn erwischt. Obwohl... Ist das TV Woman? Das war TV Woman. Junge, was war das denn für ein Vieh? Und ganz viele Skibidis, die jetzt hier folgen. Und einer, der uns erwischt hat. Junge, was ist das denn schon wieder für eine abgespacede Serie? Was geht denn hier schon wieder ab? Was haben wir hier jetzt? Oh, er hat sich bei den Skibidis in die Basis geschlichen. Scheinbar. Und hier ist der Titan TV-Man, den die gezüchtet haben. Den wir eben auch gesehen haben. Oh, was machen die da? Setzen die... Oh, die haben den Skibidi-Kopf in den Energiekern gepackt. Das heißt, er wird komplett von Skibidi-Power kontrolliert. Alter. Absolut krank. WTF. Was ist das bitte? Aber hier sollten wir jetzt den Projector Man nochmal in Aktion sehen. Aber erstmal wird der hier abgestochen. Junge. Alles klar. Was ist das denn? Ein Mähdrescher? Und da ist Projector Man. Den wir in irgendeinem alten Tempel wiedererweckt haben. Und der jetzt hier ist, um aufzuräumen, so wie es aussieht. Ist Projector Man der erste Titan, den es jemals gab? Ich meine, der hat in einem uralten Tempel gelegen. WTF. Da hat er ja nochmal eben die Toilette weggelötet. Und mehrere UFO-Toilets. Alter, warum sind denn die so groß? Jetzt? Warte, sind wir wieder zurück beim Tempel? Ja, die Szene beim Tempel haben wir ja schon gesehen. Was ist mit diesem Projector Man? Was geht ab mit dem? Okay, wir gehen rein, Freunde. Wir sind in irgendeinem Gebäude. Hier geht's wild ab, okay. Alter. Zwei Cameramen springen aus dem... Hä, wer sind wir? Wieso kann er fliegen? Er hat den Cameraman gerettet. Da kommt noch eine Skibidi-Toilet. Angeflogen. Oh, so eine Creepy-Toilet wieder. Was ist... Er drückt einfach seinen Kopf in den Rotor. Aber wer zur Hölle sind wir? Wieso können wir fliegen? Und... Was ist das? Wer... Ach du... Was ist das denn für ein Ding? Irgend so eine gefesselte Toilette mit so... Wer... Oh, kann er uns nicht sehen? Er ist blind. Er ist blind. Und hören kann er scheinbar auch nichts. Aber jetzt ist er entfesselt. Alter. Junge, was ist das für ein Monster? Übel. Und ich weiß immer noch nicht, wer wir sind. Warum wir fliegen können. Wir haben scheinbar einen Jetpack. Oh oh. Er wird angegriffen von irgendwem. Aber von... Ah, let's go! Yo, upgraded Titan Speaker Man. Alter, was... Wie heftig geupgradet ist er bitte? Oh oh. Ach, das sind seine Kanonen gewesen. Ich dachte, es kommt noch jemand, der kämpft. Let's go. Er macht ihn. Er hat einen Flammenwerfer. Hohoho.
Let's go, wie er ihn fertig macht. Junge, was ist das für eine kranke Version von Speakerman? Komplett crazy, schau ihn dir an. Da ist TV Woman. Okay, ich weiß immer noch nicht, wer wir sind. Hoffentlich sehen wir gleich. So, wir haben hier die Skibidi Base, stand eben da draußen dran. Die Basis der Skibidi Toilets. In die wir teleportieren uns. Wo haben wir uns hin teleportiert? Haben wir uns rein teleportiert? Oder wo sind wir? Sind wir in der Cameraman Base? Ich glaube kaum, dass die sich einfach so in die Skibidi Base teleportieren können. Okay, vielleicht doch. Was zur Hölle ist das? WTF. Okay, ja, die Tür hätte ich auch besser wieder zugemacht. Gleicher Gesichtsausdruck. Was zur Hölle haben die hier drinne? Und was ist das? Irgendwas frisst eine Toilette. Was ist das denn für ein Ding? Ist das eine Momo-Toilette? Junge. Ihr Mäuse, fängt einfach die Kugel. Wo sind wir hier gelandet? In was für einem Horrorhaus? Ich dachte, wir gehen in die Skibidi Base. Oh, Clockman ist am Start. Let's go. Der hilft uns vielleicht ein bisschen weiter. TV Woman liest über die Skibidi-Apokalypse. Und das letzte Mal, als jemand was von der Skibidi-Apokalypse in den Händen hatte, wir wissen, was passiert ist. Da hat Clockman eingegriffen und denjenigen erledigt. Ich glaube, Clockman ist nicht unbedingt so sehr auf unserer Seite, wie wir denken. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Er hält seinen Kollegen ja schon mal zurück. Und jetzt scannt sie das? Oder was passiert da? Ja, scan complete. Gesendet. Okay, sehr, sehr spannend. Also was hatten wir in dieser Folge schon wieder? Den unglaublich starken neuen Upgraded Titan Speaker, man. Turbo stark, hat einfach eine komplette Rüstung. Einen Flammenwerfer irgendwie. Diese komischen Greifhaken, wo er irgendwie mit Ketten Gegner zu sich ranziehen kann. Turbo stark auf jeden Fall. Dann diese merkwürdige Skibidi Base, in die wir uns scheinbar einfach rein teleportieren konnten. Diese creepy Dinger hier, was auch immer das ist. Ich will's, ach komm, nee, lass, ich will's gar nicht wissen. Hör auf. Und dann haben wir hier noch diese Momo-Toilette, die komplett am Durchdrehen ist und versucht uns anzugreifen und wir finden dann, das Ding ist mega creepy, oder? Ich weiß allerdings nicht, wo der Jumpscare war. Wir haben am Anfang diese Jumpscare-Warnung. Weiß ich jetzt nicht genau, was die damit meinten. Aber wie auch immer, hier am Ende haben wir Clockman, wie er verhindert, dass sein Kollege TV-Woman angreift, die Skibidi-Apokalypse-Files liest. Ich glaube, das letzte Mal war das in Folge 13, wo jemand diese Files gefunden hat und Clockman denjenigen einfach erledigt hat, damit niemand diese Files sehen kann. Okay, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was es mit diesen Files auf sich hat. Wir haben sie ja jetzt gescannt und irgendwo hingeschickt, vermutlich an den Rest der Allianz. Das heißt, wir werden vielleicht in Folge 18 rausfinden, was es mit der Skibidi-Apokalypse auf sich hat. Hier im Multiverse. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ey, Multiverse entwickelt sich jetzt auch mit zur Top-Serie. Natürlich ist originales Skibidi-Toilet immer am besten, aber Multiverse von Dom Studio schon sehr, sehr nah dahinter. Wir gehen mal rein und schauen mal, was... Vor wem haut er denn ab? Oh, vor Toiletten. Oh! Alter, das sah ja mega creepy aus. Okay, wir haben es geschafft zu entkommen. Raus aus dem Gebäude. Warte, was? Ein Kopf? Hat er seinen eigenen Kopf gerade verloren? Nein. Oh. Alter, was ist das für eine Monster-Toilette? Das Ding ist ja mega creepy. Und macht einfach jeden... Oh! Zack, let's go. Wer ist das denn? Drill Woman? Yo! Sie hat einfach so... Habe ich das gar nicht gesehen? Hat sie vier Arme? Yo, sie hat vier so... Bohrerarme. Alter, ist ja komplett crazy. Wie stark ist sie bitte? Jetzt macht sie einfach hier...
seinen Spülmechanismus kaputt. Spült ihn ab. Easy. Let's go. Noch ein neuer Charakter am Start. Nice. Oha, so eine dämliche Badewanne. Wer war das denn? Wir haben den Laserpanzer. Let's go. Wir haben neue Bewaffnung am Start. Was war das denn? Ist das ein... Wer ist er denn? Wieso kann er reden? Wer war das denn? Er hat mit uns geredet, hat gesagt, er kommt in Frieden. Was geht hier ab, Mann? Aber was wir definitiv hier in dieser Episode haben, ist eine richtig creepy neue Toilette. Ich meine, das Ding sieht aus, als hätte jemand einen Untoten in eine Toilette gepackt. Schau dir das Ding mal an, Mann, wie er da steht. Alter, er sieht mega creepy aus. Und jetzt zerfetzt er hier die ganzen Cameraman. Zack, den hier auch noch. Platt gemacht. Schaut er uns an, Alter. Er hat irgendwie so ultra, so Messerarme oder so und ein Jetpack. Und... sieht einfach nur brutal creepy aus. Und hier haben wir Drill Woman. 4 so Arme mit so Bohrern dran. Dann hat sie noch irgendwelche Waffen an ihren normalen Armen. Einen Bohrerkopf. Komplett crazy ausgestattet. Und schmeißt hier einfach Autos und Mülltonnen. Alter, es ist wie Dr. Octopus mit seinen Armen hinten drauf. Nur kann sie noch Bohrer damit verschießen. Holy moly. Komplett wild, was hier schon wieder abgeht. Aber extrem cool, muss ich sagen. So, erstmal da reingebohrt, das Ding gezogen. Easy. Let's go. Das ist schon mal nice. Und dann haben wir hier erstmal das Ding, was hier auftaucht. Das ist uninteressant, das ist nicht so wichtig. Viel wichtiger ist den Panzer. Die fahrbare Kanone, die wir jetzt haben, die da ordentlich einen reinlunzt und dem Typen erstmal, ja, 2 Köpfe aus seiner Badewanne rausschießt. Sehr starke neue Waffe scheinbar. Auch gegen starke Toiletten. Aber, wer zur Hölle ist das, Mann? Wer ist das und warum ist sein Hut rosa? Und warum kann er reden? Er sagt, dieses komische Gerät. Er ist durch irgendwie so ein Portal gekommen. Sah aus wie ein Portal von Doctor Strange, durch das er hierher gekommen ist. Und jetzt redet er mit uns. Er sagt, yo, hört mir zu. Ich komme in Frieden. Er sucht gar keinen Stress. Aber er ist definitiv eine Mutanten Skibidi Toilet. Vielleicht kommt er aus einem anderen Paralleluniversum, wo die Skibidi Toilets reden können. Und er ist der Chefkoch oder so. Ich meine, er hat einen großen, rosanen Kochhut auf. I don't know, Freunde. Und da teleportiert er sich einfach weg. Okay, sehr coole Folge. Es wurde leider nichts aus der letzten Folge erklärt mit diesem komischen zeitreisenden Typ, aber ist okay. Ich hoffe, wir kriegen da noch Antworten, was es mit dem auf sich hat. Aber es gibt die Toilet Multiverse, auch richtig cool, wo sich diese Serie hin entwickelt, dass die hier so ihre eigene Storyline haben. Finde ich richtig, richtig stark. Die nächste Folge von Skibidi Multiverse ist endlich da. Folge 15, Freunde. Und ich bin echt gespannt, was hier abgeht mit dieser neuen riesigen Wissenschaftler-Toilette. Irgendwelche Leute in der Allianz, die uns betrogen haben. Wir gehen direkt rein. Wenn euch die Videos hier gefallen, lasst einen Daumen nach oben, unten ein Abo da. Ihr wisst Bescheid. Und wir haben eine Schlacht auf einer Brücke oder so. Oh! Der Cameraman kriegt einen mitten ins Gesicht. Noch mehr Skibidi Toilets. Aber ein Drillman ist am Start. Alter, der hat eine volle Rüstung. Let's go. Wir schnappen uns hier den Speer. Alter. Ey, diese... eine Mutantentoilette. Der fehlt ein Auge. Okay. Der Mutantentoilette geht's nicht so gut. Okay, da wird abgespült. Der wird abgespült. Let's go. Alter, wie viele Toiletten sind denn hier? Was? Oh, er hat uns in den Bus gesteckt. Jo, was sind das für kranke Action-Szenen, ey?
Okay, wir haben hier eine Bora Skibidi Toilet, die aber auch hops genommen wird, oder? Ja, ist abgespült. So, wir haben es erstmal geschafft, uns ein bisschen in Sicherheit zu bringen. Aber nicht weit genug. Aber TV-Woman ist da. Zum Glück. Und sie teleportiert sich auch wieder weg. Alter. Wir haben es gerade so geschafft. Zurück ans Ende der Front. Um mit den Kommandeuren zu reden. Was passiert denn da? Was passiert hier? Was ist das? Oh, das Ding ist auf unserer Seite. Ich habe mir kurz Sorgen gemacht. Alter, wer ist er denn? Irgendein Clockman? Was? Was macht er? Er weiß auch nicht, was es damit auf sich hat. Wer war er denn? Hä, was hat er da für eine Fertigkeit am Ende gezündet? Die ganze Zeit ist scheinbar angehalten. Alle Toilets hängen hier irgendwie. Aber hat er sie auch alle besiegt? Oder sind die jetzt nur in der Zeit festgefroren? Was war das für ein Typ? Scheinbar ist das Ding, was auftaucht, auf jeden Fall von dieser Clockman-Rasse auch, wie er hier links ist. Ich meine, schaut euch den Bruder mal an. Der hat irgendwie... Ist das ein Zeitreisender? Ist das ein Zeitreisender? Warte mal, er hat hier so einen ganz komischen Kopf. Ist aber definitiv von denen. Und als er auftaucht, hier tauchen hier überall diese Uhren auf. Und dann teleportiert er sich plötzlich hier rein. Und es sieht auch aus, wie als wäre er auf so einer riesigen Spinne oder so mit Uhren dran und was weiß ich. Er ist hier wie in so einem Schlafpott, wie so eine Kryokammer in einem Raumschiff oder so. Und macht hier einfach die Skibidi-Toilets platt, die zu nah dran sind. Steht hier auf, guckt sich um, dreht da seine Uhren ein bisschen und zappt einfach alle gnadenlos weg. Und verschwindet einfach wieder raus. Was zur Hölle? Okay, eine extrem krasse Folge. Also Skibidi Multiverse entwickelt sich echt zu einer heftigen Serie. Also fast auf einem Level wie normale Skibidi Toilet mittlerweile, würde ich sagen. Wirklich sehr, 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 sehr stark. Und falls ihr noch nicht up to date mit Skibidi Multiverse seid und das vielleicht die erste Folge ist, die ihr gesehen habt, Freunde, bleibt mal dran. Alle anderen Folgen, die bis jetzt kamen, kommen hier jetzt auch noch, weil diese Serie ist einfach nur krass. Und wir machen erstmal weiter mit Episode 12, weil ich aktuell gar nicht up to date bin beim Multiverse. Wow! Flammenwerfer auf Titan Speaker, man, was geht ab? Oh, sie sind leer. Also, sie sind leer, also stopft er sie ihm einfach rein. Bruder, was? Yo! Ey, die Animationen in dieser Serie sind einfach anders heftig. Er hat einfach zwei Messer geschossen. Wie er in Folge 67 Part 3 machen wollte. Alter, da so eine Kreis... Wow, die Toilette hat ein Schild! Und... Oh. Junge! Alter, mach dir erstmal die Pfeile weg. Ganz lässig, der Bruder. Yo! Die... Was? Hä, was ist mit denen los? Was haben die vor? Hier liegt der kaputte Clockman. Und... Yo! Titan Cameraman kämpft hier noch gegen die Toiletten, die im Anflug sind, einfach so. Okay, hier haben sich ein paar Wissenschaftler hin teleportiert. Die... Was war das... Was für Zeichensprache? Was hat er gesagt? Und was hat... Oh. Cameraman schlägt einfach ein Haus zu Brei. Alter, da war nur noch ein Skelett in der einen Toilette. So, was geht hier jetzt ab? Irgendwas ist im Anmarsch. Irgendwas teleportiert sich.
Ist es TV-Man, der sich hin teleportiert hat? Warte, wir gehen direkt in Folge 13. Und in Folge 13 sind wir irgendwo im Untergrund. Hinter einem Bohrer. Einen Drillman. Einen... Oh, er kriegt eine Rüstung. Und... Oh, sein Bohrer muss gewechselt werden. Oh, oh. Wo sind wir? Sind wir unter einem Schlachtfeld? Alter, und jetzt bohrt er sich nach oben raus. Wir kriechen hinterher. Und oh yes, wir sind mitten unter einem Schlachtfeld und haben einen Geheimgang gegraben. Joho. Wow. Bruder, was? Alter, einfach eine Mutantentoilette mit einem Baseballschläger. Alter, was geht hier ab? Was ist das für eine kranke Schlacht? Abgespült. Wir werden beschossen. Alter. Okay, die Schlacht ist noch viel realistischer als alles, was wir bis jetzt gesehen haben. Yo. Und scheinbar haben wir da drüben einen Checkpoint, wo wir hin müssen. Oh. Seit wann können die Toiletten Auto fahren? Yo. Oh oh. Wir rollen uns runter. Riesige Explosion. Aber... Okay, sie... Alter, das ist wirklich... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist das krasseste Schlachtfeld, was ich je gesehen habe. Nicht mal die... Nicht mal in der... Der Plunger-Man. Und er wurde eingefroren auch noch. Wow. Nicht mal in der normalen Serie haben wir so krasse Schlachten in so einem Ausmaß. Okay, wir haben es hier in das Gebäude geschafft. Aber hier drin sind wir doch auch nicht sicher. Draußen. Der. Wow! Seht ihr? Ich sag's doch! Wir sind. Hier. Der wurde platt gemacht, Freunde. Let's go. Aber was ist das für eine Strichliste? Skibidi Apokalypse. Hat er den Schlachtplan gelesen? Puh! Was? Was passiert denn hier? Wurden wir hintergangen? Wurden wir betrogen? Was ist das? Was ist denn da passiert? Schauen wir uns mal direkt die neueste Episode, Episode 14 an. Was es damit auf sich hat, was wir gerade gesehen haben. Haben wir Verräter in unseren Reihen im Skibidi-Multiverse? Wir schauen nach. Wir haben hier einen Clockman. Alter, die mobben den ja voll. Was wollen die denn von ihm? Oh, ich glaube, die wollen irgendwelche Infos haben, hä? Schätze ich mal. Okay, was geht hier ab? It's a trap. Es ist eine Falle. Was ist eine Falle? Speakerman ist da. Er setzt schon mal seine Kopfhörer auf. Falls er irgendwelche... Oh, sein Jetpack geht nicht mehr. Aber was... Was ist das? Alter, ist das irgendeine verfluchte UFO-Toilette? Alter, was ist das für ein Ding? Alter! Oh, aber Speakerman drückt hier noch ordentlich was raus und Cameraman ist auch am Start. Und Cameraman macht... Oh, oh. Oh, was? Alter, die... Sie hat seine Linse abgezogen. Seine Linse von der Kamera, die ihn vor... Oh, was passiert denn jetzt? Wird der aggro? Ist er in so einem Rage-Modus? Seine Cam leuchtet rot. Oh, er hat sie auf jeden Fall platt gemacht. So viel ist mal sicher. Er war definitiv im Rage-Mode. Holy moly. Aber er hat sich wieder beruhigt. Let's go. Die beiden schlagen erstmal ein, aber das war's noch nicht. Oh, nee. Es ist nur Drillman. Drillman ist auch am Start. Moin, Servus, moin. Ein weiterer unserer Titanen. Rückzug, es ist eine Falle. Aber was denn? Was ist die Falle?
da, wo die gerade sind, passiert was, oder wie? Die beiden fliegen weg und die lassen uns einfach hier, oder was? Drillman ist da. Da ist ein Helikopter, ein Glock-Helikopter. Die wollten abhauen, alles fliegt in die Luft, irgendwas ist explodiert. Und die lassen ihn jetzt hier zurück, oder was? Drillman kämpft hier gegen irgendwelche Skibidi Toilets, die hier auftauchen. Aber für wen ist die Falle? Für wen wurde die Falle gestellt? Er benutzt hier sein Erdbeben. Er lässt die Toiletten einfach im Boden versinken. Let's go. Ist auch eine geile Fertigkeit. Was war das? Oh, so eine Speaker-Toilet. Ne? Oh. Was? Oh, er rastet aus. Yo, was zur Hölle? Er hat die Toilette komplett platt gemacht und wurde eingefroren durch die Scientist Toilet. Upgraded Scientist Toilet. Ohne Lava-Toilette, was ist das denn? Was zur Hölle haben die hier gebaut? Sein Bohrer fällt ab. Sein Bohrer fällt ab und der sein Kopf ist weggeflogen. What? Sein Kopf ist einfach weggeflogen und hier haben wir zwei Raketen. Die fliegen auch weg. Oder sind das... Wow, nee, das sind richtige Raketen. Okay, der Scientist teleportiert sich weg. Die Raketen schlagen im Boden ein. Und zerstören alles, was da war. Alter, was war das für eine Folge? Aber was war das bitte für einen Upgraded Scientist? Er kann jetzt auch die Zeit anhalten, wenn er jemanden mit dieser Kanone hier oben beschießt. Er hat Säurekanonen, Magnetkanonen und wir haben eine Lava-Toilette. Was geht hier ab im Multiverse? Es ist so crazy hier. Das ist die aktuell neueste Episode. Jetzt bin ich mega gespannt auf Episode 15. Gut, dass wir jetzt auch im Multiverse mal wieder up-to-date sind, Freunde. Absolut krass.